Ö1 Podcast. Science Arena. Montaigne ist für mich deshalb interessant, weil man an ihm sehen kann, wie man sich seelisch, psychisch behaupten kann in einer Zeit von Ungewissheit und Krise. Montaigne hat da einen Weg vorgeschlagen, der für uns heute auch interessant sein kann, dass man nämlich versucht, möglichst viel über sich selbst und die eigenen, ja, Triebe, Sehnsüchte, Leidenschaften, Ängste zu wissen, weil man dann erst die Chance bekommt, sich davon zu distanzieren. Und Montaigne hat im Grunde die Wurzel der Angst entdeckt. Das ist die eigene Endlichkeit, die Tatsache, dass wir irgendwann verschwinden werden. Wenn wir das beziehen auf bestimmte überschießende Ängste, wie sie vielfach in der Pandemie entwickelt wurden, wo sich Ängste wirklich verselbstständigt haben, sodass Menschen sogar bereit waren, Sterbende allein zu lassen, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, möglichst viel auch über die eigene Angst zu wissen. Eine kleine Philosophie in verrückten Zeiten. Und das heißt, wenn man der Spur von Montaigne folgt, dass man sich der eigenen Endlichkeit bewusster wird, als wir das in unserem Alltag tun. Eine Sendung von Katrin Makowski. Es gibt bei ihm zum Beispiel den Vorschlag, dass man ja im Grunde an jedem Tag kleine Gelegenheiten entdeckt, um über das eigene Sterben nachzudenken. Bei ihm sind das die Beispiele, wenn ein Pferd stolpert oder wenn eine Mücke sticht oder wenn ein Dachziegel runterfällt, dann sind das immer kleine Gelegenheiten, bei denen Montaigne dachte, oh hoppla, ja, jetzt hätte eigentlich auch schon Schluss sein können. Also so zerbrechlich ist das menschliche Leben. Und trotzdem denke ich, dass uns das gerade in dieser Zeit von wuchernden Ängsten gut getan hätte, sich das immerzu auch klar zu machen. Ja, ich lebe ja noch und mir hilft es, freudig am Leben zu sein. Dass die Beschäftigung mit dem Tod und mit der eigenen Sterblichkeit nicht dazu führt, dass man fixiert ist auf Schreckliches, sondern die Idee ist, dass es befreienden Charakter hat. Momentan leben wir in aufgewühlten Zeiten, in Zeiten der Krisen, der Klimakatastrophe und inmitten von Kriegen. Eine ängstlich-aggressive Stimmung ist das, die sich in nahezu allen Lebensbereichen bemerkbar macht. Was soll da die Philosophie oder Literatur schon bewirken, könnte man meinen. Was soll diese Nachdenklichkeit, mit der Jürgen Wiebicke die Sendung begonnen hat? Er ist Philosoph und Journalist und hat das gesellschaftliche Klima in einem seiner letzten Bücher als emotionale Gleichgewichtsstörung bezeichnet. So auch der Titel dieses Werkes. Wir werden also Jürgen Wiebicke zu diesem Befund hören, aber auch die Literaturwissenschaft und Lyrik zu Wort kommen lassen mit Eva Horn und Sebastian Klinger. Am Ende greife ich auch ein Stück psychoanalytische Theorie aus der Perspektive Melanie Kleins auf, die vielleicht auch als Kulturtheorie interessant sein könnte. Das erörtert der Kulturwissenschaftler Thomas Machow. Doch zunächst Jürgen Wiebicke, der Disbalancen, ob nun individuell oder gesellschaftlich verstanden, gar nicht so außergewöhnlich findet. Disbalancen, die sich nicht nur in Krisenzeiten beobachten lassen. Ich würde erstmal sagen, dass es zu jeder menschlichen Existenz gehört, unabhängig davon, was gerade in der Welt geschieht, dass wir das immerzu austarieren müssen. Einerseits die Seite der Zuversicht, der Hoffnung, des Ja's zum Leben und auf der anderen Seite der Waagschale eben all das, was uns da niederziehen kann. Die Negativität, der Pessimismus, die lähmende Ohnmacht. Wenn der Zeitgeist eben so gestrickt ist,
dass viele Menschen der Auffassung sind, dass ab jetzt uns nur noch Krisen erwarten, dann muss man überlegen, was können denn eigentlich ja erstens kollektive, aber dann eben auch individuelle Strategien dagegen sein, um sich zu behaupten, um den Kopf oben zu behalten. Das ist eigentlich gar nicht anders möglich. Manchmal Zeiten, die schwierig sind, auch zu ertragen und hinzunehmen und so eine gewisse Ungewissheit zu ertragen. Wir haben jetzt die Situation, wenn nicht alles täuscht, dass wir eine Zeit der großen Umbrüche erleben und nicht nur ein kleines Tal zwischen zwei Gipfeln. Und in einer Zeit der Ungewissheit steht halt vieles in Frage. Wird das, was wir gewohnt sind, entwertet, müssen wir uns eben tastend nach vorne bewegen. Wenn wir es mal politisch formulieren, werden wir, glaube ich, einräumen müssen, dass wir im Moment keine guten Antworten haben auf sehr große Fragen. Wir wissen nicht, wie das Menschheitsproblem des Klimawandels in den Griff zu kriegen ist. Wir können dann nur experimentieren im Moment. Wir wissen nicht, wie man mit großen Migrationsströmen umgehen kann, ohne grausam zu werden. Wir wissen nicht, wie wir uns von einer Ökonomie lösen können, die auf der Logik des immer mehr aufgebaut ist. Und weil wir das nicht wissen, müssen wir ein anderes Verhältnis zum Nichtwissen gewinnen, um uns behaupten zu können. Und das Verhältnis zum Nichtwissen anders zu betrachten als eine Last, kann etwas sehr Befreiendes sein. Dass ich sage, ja, was weiß ich denn? So wie der große Montaigne das immer mahnend zu sich selber gesagt hat, dass man skeptisch auch gegenüber sich selbst ist, nicht vorschnell sich einrichtet in steilen Meinungen, wie es sie heute eben ohne Ende gibt. Wenn Philosophie in dieser verzwickten Lage also tröstlich sein kann und vielleicht zu einem Ertragen des fast Unerträglichen führt, empfiehlt es sich zum Beispiel, die Essays Michel de Montaignes aus dem Jahr 1580 zu lesen. Oder sich eben in einem Nichtwissen einzurichten, mit Sokrates. Wenn man es für den Moment mal rumdreht und sich vorstellt, viele Menschen würden sich eingestehen, dass sie sich gar nicht so sicher sind bei der Beurteilung bestimmter Konflikte. Und wir könnten uns wechselseitig begegnen, auf der Basis von geteiltem Nichtwissen. Ich glaube, dass wir dann alle klüger würden und nicht immer. Das setzt aber doch voraus, einen Moment lang zurückzutreten von diesem emotionalen Aufgewühltsein. Ja, ist ja nun mal unsere Aufgabe, zu schauen, wie kann ich mich davor schützen, von Emotionen weggerissen zu werden. Wenn wir nochmal Montaigne nehmen, ja. Der hat ja in seiner Zeit blutigste Krisen erleben müssen. Der hat gemerkt, dass in einer solchen Zeit, wo alles in Frage steht, natürlich auch das, was gesichertes Wissen schien, auf einmal nichts mehr wert war. Das heißt, man muss sich nicht nur in kriegerischen Auseinandersetzungen bewähren, sondern man muss auch damit klarkommen, dass man eigentlich keine passende Weltanschauung mehr hat. Und dann hat Montaigne etwas sehr Radikales gemacht. Er hat nicht nur ein Misstrauen und eine Skepsis gegenüber der Welt entwickelt, sondern eben eine Skepsis auch sich selbst gegenüber. Warum passiert es, dass ich so schnell in Emotionen hineingerate und von denen fortgerissen werde? Warum wuchert die Angst in mir? Und was kann ich tun, um mich dann in solchen Situationen von mir selber zu distanzieren? Das scheint mir heute an der Zeit zu sein, dass wir uns gewissermaßen besser kennenlernen. Also sich in ein anderes Verhältnis zum Nichtwissen zu setzen, das nicht als eine Plage zu begreifen, dass die Zukunft derzeit so ungewiss ist, das ist, glaube ich, eine gute mentale Strategie, um durch diese Zeiten zu kommen. Also jedenfalls muss man sich anschauen, dass es da ein Missverhältnis gibt. Auf der einen Seite so viele Ungewissheiten. Und ich hatte ja vorgeschlagen, dass man diese Ungewissheiten nicht als Plage betrachtet, sondern sie irgendwie lernt, zu freundlich zu umarmen. Und auf der anderen Seite wuchern die steilen Meinungen. Und letztlich ist es so, dass die steile Meinung im Grunde eine infantile Reaktion ist auf Ungewissheit. Man richtet sich ein in seiner Burg. Man meint, genau Bescheid zu wissen, obwohl so vieles ungewiss ist. Und ausgerechnet jetzt haben wir
ein Übermaß an steilen Meinungen. Und wir begegnen uns auf der Basis von Verschiedenheit. Da muss ich auch damit klarkommen, dass andere Menschen ganz anders auf diese Welt schauen als ich selber. Und dann übrigens auch anders sprechen. Beziehungsweise müssen Krisen durchgearbeitet sein, bevor man dann neue Lehren ziehen kann aus dem, was geschehen ist. Denn es gibt gute und schlechte Zeiten für Utopien und unsere ist in dieser Hinsicht etwas abgemagert. Ja. Die wachsen gerade nicht auf Bäumen, jedenfalls keine Utopien, die praktisch sind, die eine Chance auf Verwirklichung haben. Wolkenkuckucksheime gibt es immer, aber Utopien sind ja dann interessant, wenn daraus soziale Bewegungen entstehen. Die Situation haben wir im Moment nicht. Wir könnten an der Rückeroberung der Zukunft arbeiten, wie der Regisseur Milo Rau sagt. Wir könnten Utopien oder wenigstens Ideale entwickeln. Milo Rau möchte jedenfalls als Theatermacher politisch wirksam sein. Bereits 2015 trommelte er im kongolesischen Bürgerkrieg 60 Zeugen und Experten zusammen und inszenierte ein Kongo-Tribunal. Ich bin da eigentlich von einer einfachen Erfahrung ausgegangen, die ich im Ostkongo hatte, als ich da an diesem Projekt das Kongo-Tribunal gearbeitet habe. Das funktioniert so, also es ist eine wahnsinnige Monopolindustrie, die Minenindustrie. Da investiert man mehrere Milliarden, um nachher natürlich dann das Gold aus dieser Mine oder das Coltan aus dieser Mine rauszuholen. Man investiert in die Zukunft, das ist der Finanzkapitalismus. Dann ist die Zukunft aber auch auf 20, 30, 40, 50 Jahre verkauft. Und man kann nicht mehr davon abweichen, weil sonst bricht der Aktienmarkt zusammen. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das System ändern? Wie kann man als Zivilgesellschaft dagegen vorgehen, dass man nicht in diesen Mechanismen hängt, wo man immer sagt, ja, wäre schön, wir würden es machen, aber wir müssen jetzt die Braunkohle noch auslaufen lassen. Wir machen es dann 2050. So, dass man sagt, nee, wir stoppen jetzt. Es ist jetzt vorbei. Jetzt beginnt die Zukunft. Und das ist das, was ich meine, dass man ihm jetzt etwas macht. Vielleicht kleine, vielleicht große Sachen, aber dass man sich nicht vertagen lässt. Milo Rau spricht darum von der totalen Gegenwart. Auch wenn das Wort total wiederum ein Reizwort ist und an politisch Totalitäres erinnert. Und da einen Ausweg zu finden und zu sagen, was ist die Rolle des Theaters? Das Theater ist auch eine Kunst der totalen Gegenwart. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Unvorbereitetheit, die Unwichtigkeit von Wissen und Information, die Entwertung aller Hierarchien und so weiter, was auf einer Theaterbühne in einer Probe passiert, natürlich für mich immer die Idealität einer Lebensform ausgemacht hat. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Zukunft, darüber können wir im Moment wirklich wenig wissen. Wahrscheinlich ist das immer so. Aber gerade im Moment, in einer Zeit von großen Umbrüchen, können wir nichts Seriöses darüber sagen, zum Beispiel, was künstliche Intelligenz in 10 Jahren mit unserem Alltag gemacht haben wird. Darüber wissen nicht nur wir beide nichts, sondern darüber wissen nicht mal die, was die das schöpfen. Ich schlage vor, dass man sich von dieser Sehnsucht, allzu weit nach vorn schauen zu wollen, befreit und stattdessen zurückblickt, um zu verstehen, was denn eigentlich zu Ende geht und warum es zu Ende geht. Dann kann man die eigene Zeit besser verstehen und dann hat man vielleicht die Nase vorn, wenn es darum geht, sich auch von bestimmten Denkweisen und Routinen zu verabschieden, anstatt an ihnen zu klammern. Im Moment gehen viele in das Infantile hinein und träumen von einer Vergangenheit, die angeblich besser war, obwohl sie so nie existiert hat. Vergangenheit besser verstehen. Und überlegen, was ist es, was da heute nicht mehr gut funktioniert, kann dann vielleicht helfen, den Blick zu drehen und dann wieder Schritte nach vorne zu machen. Aber es ist nicht die Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob Rückeroberung der Zukunft tatsächlich für mich so ein Schlüsselbegriff werden könnte. Es ist im Moment nicht die Zeit, um sehr weit nach vorn zu schauen, um große Utopien zu entwerfen, um sehr viel zu sagen über die bessere Welt von morgen. Ich glaube, dass es eher darum geht, den grassierenden Pessimismus dadurch aufzulösen, dass man ins praktische Handeln kommt. Und dann wird man als handelndes Wesen, das nicht mehr nur ohnmächtig zuschaut, irgendwann auch eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie die Welt von morgen aussehen wird.
a lot of people my age in this generation are feeling more and more anxious about the climate and are very worried about their futures, and this affects me a great. Wenn man in den Nachrichten beispielsweise sieht, was für Auswirkungen uns erwarten können, dass ganze Städte ausgelöscht werden, dadurch, dass der Wasserpegel steigt, dann bekommt man halt Angst. Ihren Kipppunkt schon, der Golfstrom wird immer schwächer. In der letzten Woche haben wir weltweit Überschwemmungen gesehen. Vom Aussterben hier bedroht. Eine Auswahl der Bilder. Die indische Wirtschaft wächst, die chinesische Wirtschaft wächst, die Emissionen wachsen, die Amerikaner machen nicht einen Deut, um wirklich zu reduzieren, sind immer noch das Volk mit dem größten CO2-Abdruck. Also in einem gesamten Weltzusammenhang sind einfach die Aussichten wirklich ein bisschen düster. Da geht es seit einiger Zeit um ein Wort, um einen Begriff, der dieses Lebensgefühl angesichts der Klimakrise zusammenfasst. Die Rede ist von Solastalgie. Solastalgie beschreibt die Trauer um einen verlorenen Lebensraum, die Trauer um beschädigte Natur, vermischt mit diffusen Ängsten. Vielleicht ist die Solastalgie ein neues Modewort, vielleicht aber auch ganz treffend. Ich habe mich an die Literaturwissenschaft gewandt und mit Sebastian Klinger und Eva Horn darüber gesprochen. Solastalgie, das bezeichnet den Schmerz, den ich empfinde, wenn ich eine Landschaft, die ich sehr gut kenne, betrachte und sehen muss, wie diese Landschaft von dem Klimawandel verändert wird und abgeschliffen wird und eingegriffen wird. Und das überhaupt in Begriffe zu fassen, dass hier verschiedene Vektoren sich zu einem Gefühl verdichten können, das ist, glaube ich, auch etwas, was wirklich bemerkenswert ist. Und der oberösterreichische Theaterautor Thomas Köck hat ja beispielsweise ein ganzes Drama geschrieben, das Solastalgie heißt. Der Begriff ist geformt nach bestimmten literarischen Konzepten wie Nostalgie, wie Elegie und so weiter. Und der sprachliche Modus, den es seit Jahrhunderten dafür gibt, ist eben die Elegie, ist die Gattung der Elegie, also der trauernde Text über etwas, was verloren ist, was als Verlorenes nochmal heraufbeschworen wird. Melancholie ist das, wenn es schief geht. Und Melancholie ist belastet von Ambivalenzkonflikten, von Schuld, von Versäumnissen, von auch Aversionen gegen das verlorene Objekt. Und das ist genau unser Zustand. Wir müssen lernen, über Sachen zu trauern, die wir selbst vermurkst haben, um die wir uns nicht gekümmert haben, die wir ignoriert haben. Das sind hochkomplizierte affektive Gemengelagen, die, glaube ich, sehr, sehr viel mit Schuld zu tun haben, aber mit Vorstellungen von Schuld, die sehr indirekt sind und auch sehr viel Abgeschattetes haben, also eher Unterlassungsschulden als Täterschuld. Diese Prozesse kann Literatur natürlich versuchen, in Worte zu fassen, genau in dieser Kompliziertheit. Ich habe hier beispielsweise mal ein Gedicht mitgebracht. Sehr schön. Es ist ein Text von Daniela Danz aus ihrem Band Wildnis, der vor kurzem mit einem Preis für Nature Writing ausgezeichnet worden ist. Und dort denkt sie über Zug, also es ist ein formal extrem durchkomponierter Text, auch ein sehr formbewusster Text, der sich von Hölderlin herschreibt, von Naturideen des 18. Jahrhunderts, aber gleichzeitig auch einen direkten Gegenwartsbezug hat. Also dieser Text wurde während der Covid-Pandemie geschrieben. Es gibt auch einige Covid-Gedichte, aber es gibt vor allem Texte über Mensch-Natur-Verhältnisse. Die Erzählungen der Ameisen auf ihren Pheromongleisen. Die Erzählungen der Bienen in ihren Schwänzeltänzen. Die Erzählung der abgeknickten Zweige eines Wildwechsels. Die Erzählung der Entwurzelten, der Morschen, der von Kerfe durchfurchten Buchenstämme. Die Erzählung der Wolken. Die Erzählung der wandernden Schatten im Sand. Die Erzählung des Nieselregens im Wasser. Die Erzählung der Falten meiner Hand. Weiter und weiter erzählt sich die Welt, noch lange nachdem du und ich und keiner, den wir kannten, mehr zuhört. Das Stilmittel ist die Wiederholung und dieser Rhythmus. Ja? Ganz genau. Also fast wie eine Suggestion,
dass die Natur uns etwas erzählen möge, wenn wir hinhören. Die Wiederholung, aber auch die Variation. Es gibt immer wieder Brüche, die natürlich einerseits darauf verweisen, dass diese Serie bei weitem nicht determiniert ist und dann diese nette Wendung macht, wo es heißt, weiter und weiter erzählt sich die Welt. Wer erzählt hier was? Also diese Form des Reflexiven lädt natürlich einerseits uns dazu ein, auf die Welt zu reflektieren, aber es stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Menschen in dieser Erzählung der Welt und der Kommunikationsform der Natur wirklich der Adressat oder die Adressatin ist. Wie kommt man raus aus der Angst? Wie kommt man hinein in ein Verhältnis, das andere wieder erträglicher macht? Ja. Dass man nicht durch die Welt geht mit der Haltung, die anderen sind eine Belästigung für mich. Dass man sich klar macht, dass die Zeiten ein wenig ungemütlicher werden. Und dass man lernen muss, damit klarzukommen, dass die Welt nicht ausschließlich so beschaffen ist, dass sie unseren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Und in dieser Zeit darf man sich dann auch von allzu viel Empfindlichkeit und Empfindsamkeit verabschieden, weil man das sonst nicht schaffen wird. Mhm. Ich würde denken, weil wir Erfahrungen von Zerstörung, zum Beispiel in der Natur, künftig machen werden, weil wir sehen werden, dass Natur, die wir lieben, hier und da nicht mehr intakt ist, müssen wir uns die Frage stellen, was kann ich tun, um nicht in Traurigkeit zu versinken? Also die Zeiten sind ernst und trotzdem darf man nicht in Negativität versinken. Das ist das, woran ich zu arbeiten versuche. Das setzt ja auch ein bisschen Robustheit voraus, ne? Von der eigenen Empfindlichkeit sich auch zu distanzieren. Natürlich. Das ist völlig kurios, dass da zwei Dinge parallel laufen. Auf der einen Seite schießt der Hass in die digitalen Kanäle hinein und auf der anderen Seite werden Ideen von empfindsamer Sprache entwickelt. Ich glaube, dass man da einen Weg dazwischen suchen muss, um durchzukommen durch die Meinungskämpfe unserer Zeit. Empfindsamkeiten, Beschwerden und Fantasien über den Krisenzustand unserer Zeit kann sich jedenfalls die Literatur herausnehmen. Zum Beispiel im Entwurf von möglichen Katastrophen, die der Leser dann eben nicht real durchleben, sondern genießen kann im Text. Es gibt da einen Roman, der heißt »Schlechte Aussichten«, »Odds Against Tomorrow« von Nathaniel Rich. Das ist ein Roman über Zukunftsszenarien, den der Literaturwissenschaftler Sebastian Klinger mit zu unserem Gespräch gebracht hat. Der spielt mit dystopischen Zukunftsvisionen. Dort wird eine Firma gegründet, die Versicherungen verkauft. Versicherungen für Unternehmen, die Geschäfte machen, die möglicherweise katastrophale Folgen haben. Und diesen Unternehmen wird gesagt, wenn ihr unsere Versicherung kauft, dann seid ihr wenigstens nicht dafür verantwortlich. Und dieses Versicherungsunternehmen, das arbeitet, verkauft seine Produkte mit Angst. Also beispielsweise dadurch, dass der Versicherungsvertreter ganz wahnsinnige Augen hat und im Grunde auftritt wie ein Prophet, der immer wildere Geschichten heraufbeschwört, aber auch damit, dass die Räume, in denen diese Verkaufsgespräche stattfinden, sehr ungemütlich sind. Also es ist immer 5 Grad zu warm, man schwitzt, es ist richtig unangenehm. Oder dass das Sitzlayout so ist, dass man einfach klaustrophobisch wird. Also Angst, die hier dazu dient, Versicherungen zu verkaufen, ist nicht einfach etwas Gegebenes, sondern etwas, das durch ganz bestimmte rhetorische Strategien herbeibeschworen wird. Ja. Und der eigentliche Clou dieses Romans ist dann natürlich, dass das, was für einen Teil des Romanpersonals erstens nur ein Narrativ ist, auch eintritt. Und auch hier, denke ich, gibt es einen Einsatz der Literatur.
Nämlich, wenn man an ein Buch wie Kim Stanley Robinsons The Ministry for the Future, das Ministerium für die Zukunft übersetzt worden ist, denkt, dann sieht man dort, wie Robinson versucht, im Medium des Romans, im Medium der Fiktion, alle die Ansätze, die wir gerade zur Verfügung haben, um die Klimakrise zu bekämpfen, zu modellieren und effektiv einzusetzen und damit Schritte wählt und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, die es in der Politik nicht gibt, weil sie von Interessensverbänden sofort blockiert worden wären. Und deswegen glaube ich, hat die Literatur hier eine ganz wichtige Rolle als Ort des Probehandelns, als Ort der fiktionalen Erprobungen von Möglichkeiten und des Öffnens von Denkräumen. Das ist einerseits eigentlich ein Sachbuch. Das ist das, wovon Sebastian gerade gesprochen hat. Das ist ein Füllhorn von guten Ideen oder diskutablen Ideen. Da geht es mal um Geoengineering an den Pol, also in der Antarktis, damit man diesen Eisschild am Abrutschen hindern kann. Es geht um Währungsinstrumente, es geht um neue Modelle von sozialen Medien, es geht um multilaterale Aushandlungsprozesse und so weiter. Und das sind wirklich Ideen, die im Moment auch ventiliert werden. Das ist jetzt nicht irgendein Fantasiequatsch, sondern der hat richtig geforscht. Das ist das Sachbuch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, Kim Stanley Robinson ist ein Thriller-Autor, ist es ein Thriller. Und in diesem Thriller geht es um die sehr chaotischen Vorgänge dieses Umbaus. Dieses Ministry for the Future wird eingerichtet und die fangen dann eben an, bestimmte Regelungen auszuhandeln. Und gleichzeitig passiert etwas, was keiner will, nämlich es passiert sowas wie Umweltterror. Also es gibt Anschläge auf Airlines, auf Fossilindustrieführer, also CEOs. Es gibt alle möglichen Formen der strategisch eingesetzten Gewalt und das Buch denkt auch darüber nach. Und das heißt, was ich daraus mitgenommen habe, wir müssen über Werte nachdenken. Wir müssen nachdenken, was halten wir denn für kriminell, was halten wir für nicht kriminell, was ist nicht justiziabel. Natur zu beschädigen, zu emittieren, dafür gibt es Märkte, das kann man nach wie vor machen. Wenn man sich das leistet oder wenn man heimlich emittiert, hat man überhaupt kein Problem. Und das heißt, wir brauchen wirklich sowas wie eine neue Wertediskussion, die sich darum dreht, wie wir diese ferneren Generationen, diese Zukunft, die so discounted ist, wie du das beschrieben hast, wie wir die in die Gegenwart einpreisen und wie wir der eine Stimme verleihen. Und genau darum geht es auch in diesem Buch. Und das ist eine ziemlich krasse Position, die Kim Stanley Robinson da vertritt, weil er in einer gewissen Weise sagt, um Katastrophen in der Zukunft zu verhindern, brauchen wir jetzt gewisse Formen von strategischer Gewalt. Also eine Gewalt in der Zukunft gegen eine Gewalt in der Gegenwart angeführt. Und ich finde, das endet sehr offen. Aber es ist das erste Buch neben Andreas Malms Buch, wie man eine Pipeline in die Luft sprengt, wo es um nichts anderes geht als um Sachbeschädigung. Das erste Buch, das sich darüber Gedanken macht, ist es nicht auch Gewalt, wenn ich in Kauf nehme, dass Leute überschwemmt werden, dass Leute in so heißen Zonen leben und arbeiten müssen, in denen man nicht mehr leben kann? Für die, die diese Texte lesen und in die Geschichten eintauchen möchten, es ging zuerst um ein Gedicht von Daniela Danz, dann um einen Roman von Nathaniel Rich mit dem Titel Odds Against Tomorrow, schlechte Aussichten. Und jetzt sind wir inzwischen bei einem Text von Kim Stanley Robinson gelandet. Sebastian Klinger und Eva Horn sprechen über The Ministry for the Future, zu Deutsch ein Ministerium für die Zukunft. Alles Texte, die die Klimakrise thematisieren. Überhaupt ist der Roman ein Text, der von der unglaublichen Macht der Ökonomie über politische Prozesse spricht. Und Robinson ist der Meinung, dass man diese Form der Macht zwar teilweise blockieren muss, aber dass es nicht anders geht, als dass man sie auch einbezieht und Möglichkeiten schafft, in denen aus der bestehenden Wirtschaftsordnung, so wie sie nun mal ist,
Möglichkeiten der Transformation geschaffen werden. Und dort macht er in dem Roman eben Vorschläge, wie man Kryptowährungen so einsetzen könnte, dass dort beispielsweise nicht emittiertes CO2 bepreist wird. Also nicht wie derzeit in den Surferfarmen in China und Kasachstan die Rechner heiß laufen und dafür neue Bitcoins ausgestoßen werden, sondern dort wird zur Währung das Erdöl, das im Boden bleibt. Und das ist ja keine schlechte Idee. Interessanterweise hängen sich in dem Roman dann auch die Saudis dahinter, weil die sagen, ja wunderbar, von Erdöl, das im Boden liegt, haben wir auch eine ganze Menge. Und wir haben Sonnenenergie, also cashen wir das Geld für nicht gefördertes Öl ein und setzen gleichzeitig auf Sonnenenergie. Und das lohnt sich für, gerecht ist das nicht, aber es lohnt sich für die und die emittieren nicht mehr. Das könnte ihren Kipppunkt schon überschritten haben. Der Golfstrom wird immer schwächer. In der letzten Woche haben wir weltweit Überschwemmungen gesehen. Vom Aussterben hier bedroht. Eine Auswahl der Bilder. Aber diese Vorstellung, dass Literatur einem Hoffnung geben soll, dass Literatur einen erziehen soll oder sonst was, oder dass man Literatur genießt, wenn die Welt schon so schlecht ist. Nee, so hat Literatur nie funktioniert und so wird sie nicht funktionieren. Das sind vollkommen falsche Erwartungen an Literatur. Literatur ist ein Denkinstrument. Und wer denken will, der kann sich daran beglücken und wer nicht denken will oder wer sagt, bestimmte Wahrnehmungsformen sind mir egal, die habe ich nicht und die will ich jetzt auch nicht irgendwo durch Kunst beispielsweise, visuelle Kunst, Musik und so weiter entdecken, der wird sie auch nicht entdecken. Literatur, die Leseerfahrung überhaupt, trainiert die Wahrnehmung. Sie ist ein Denkinstrument, spielt das Was wäre dann durch ein Probehandeln, wie wir schon gehört haben. Und sie ist nicht allein Genuss. Aus der Sicht dieser beiden Literaturwissenschaftler haben all diese Texte damit auch aufklärerischen Charakter. Sebastian Klinger. Literatur greift auch ein in die Welten, in denen sie entsteht. Literatur ist nichts, das abgenabelt ist. Und ich glaube, Literatur hat das Vermögen, die oftmals klischierten und abgegriffenen Bildern und Vorstellungen, mit denen wir täglich bombardiert werden und mit denen Politik fast ausschließlich von der Klimakrise spricht, aufzubrechen, sie aufzurauen. Wenn wir jetzt die aufgeriebene und ängstliche Stimmung mit Konzepten der Psychoanalyse aufgreifen, landen wir bei Melanie Klein, 1882 in Wien geboren und im Jahr 1960 in London verstorben. Zwar hat diese Psychoanalytikerin keine Gesellschafts- oder Kulturtheorie entworfen, aber es ist interessant, sich ihre Überlegungen zu diesen zwei psychischen Mechanismen anzusehen. Melanie Klein spricht von paranoid, schizoider und von depressiver Position. Die paranoid, schizoide ist von Anbeginn des Lebens wirksam. Entscheidend ist der Umgang mit Frustrationen und mit der eigenen Destruktivität. Um gleich zum Punkt zu kommen, die eigene Wut oder Zerstörungslust wird in der paranoid-schizoiden Position jemandem oder einer ganzen Gruppe oder einem Phänomen zugeschrieben. Man könnte auch sagen, zugeschoben, sodass der andere oder die gesamte Gruppe zu einer bedrohlichen oder verfolgenden wird. Das sehen wir beispielsweise am Fremdenhass. Die eigene Angst und Gefahr vor Vernichtung wird so zu einer äußeren Situation. Der Kulturwissenschaftler Thomas Machow. Es gibt ein Element in dieser gegenwärtigen Situation, das mich sehr stark an die kleinianische Psychoanalyse erinnert. Melanie Klein hat ja in ihren Studien zur Entwicklung der Kinder und zum Seelenleben des Kleinkindes diese bekannte These vertreten, dass eben am Anfang die Kinder eine Art von paranoid-schizoider Position einnehmen. Gemeint war damit, dass die Kinder noch nicht wirklich genau unterscheiden können zwischen dem eigenen Körper, dem eigenen Selbst und der Umwelt, der Umgebung, der Welt insgesamt. Und von daher auf Frustrationen, auf Versagungen, auf Krisensituationen mit Angst reagieren, die sie quasi in paranoische Vermutungen verkehren. Das heißt, auch das, was sie selber an Zorn in Verbindung mit dieser Angst erleben, problemlos als Angriff von außen erleben, man muss dann aktiv werden und dieses Außen begrenzen, vernichten, zerstören und man
hat natürlich eine unglaubliche Wut auf dieses Außen. Das ist aber diffus, das kann alles Mögliche sein. Das kann die Mutter sein, das kann aber auch irgendein Kontext in einem sozialen Umfeld mit Geschwistern oder dann später im Kindergarten und so weiter sein. Und Kleins These war, dass eigentlich das Erwachsenwerden, die Reifung, eben darin besteht, dass man diese paranoid-schizoide Position aufgeben kann und so etwas entwickelt, und das finde ich ja immer eine sehr überraschende Pointe eigentlich, wie eine depressive Position. Die depressive Position ist die, die anerkennt, dass es Grenzen gibt zwischen mir und der Welt, dass es dann nicht mehr zu diesen Verwechslungen kommt, dass wir endliche und sterbliche Wesen sind. Und wenn man besonders viel Glück hat, dann ist dieses Depressive auch mit einer Empfindung von Solidarität und Empathie mit anderen insofern verbunden, als man annimmt, denen geht so ähnlich wie uns. Verbleibt man jedoch in dieser Position von Wut, Hass und Verfolgung, also in der paranoid-schizoiden Position gefangen, wird die Welt in Gut und Böse gespalten, so als gäbe es keine Zwischentöne oder Ambivalenzen. Man definiert dann einfach neue Feinde. Man fühlt sich verfolgt von allem Möglichen. Und alle rationalen Argumente, die man dagegen vorbringt, im Übrigen zum Beispiel durchaus von der Wirtschaft, also Fremdenfeindlichkeit ist im Moment ein Grundthema all dieser rechtspopulistischen und zum Teil eben durchaus rechtsextremistischen Parteien und Bewegungen in Europa. Die Wirtschaft stöhnt und sagt, wie stellt sich das eigentlich vor? Wir suchen an jedem Geschäft, hängt ein Plakat, wo gefragt wird, wo man das Personal, es geht keineswegs nur um Fachkräfte, es geht auch um Personal in der Pflege, im Krankenhaus, in der Gastronomie, im Alltag eben. Würde man jetzt all das, was so vollmundig von den Rechten verkündet wird, die Remigration, die Ausländer raus, Hassgesänge und dergleichen, aber wenn man es jetzt aus dieser psychoanalytischen Perspektive von Melanie Klein ansieht, dann ist es ganz klar, hier wechselt jemand oder hier wechseln eben ganze Kulturen von der depressiven Einsicht, die eben mit Endlichkeit und natürlich auch mit Einsamkeitserfahrungen und dergleichen einhergeht, in die paranoid-schizoide, wo man einen Schuldigen sucht und im Zweifelsfall dann wieder findet. Und ganz egal, ob das jetzt die Frauen sind, ob es die Juden sind, es gibt hier plötzlich einen neuen Konsens über die Schuldigen, und im Zweifelsfall sind es dann halt nur die Ausländer, die man jetzt alle abschieben muss, ohne dass irgendjemand sich überlegt hat, wie das funktionieren soll und was das eigentlich für die eigene wirtschaftliche Situation bedeutet und so weiter und so fort. Und ich finde das deshalb so wichtiges und interessantes Motiv, weil wir zwar immer wieder Ansätze erlebt haben, ich kann mich noch erinnern, in den Frühzeiten der Friedens- und Konfliktforschung, in denen ich im Burgenland da mich betätigt habe als damaliger Leiter des Studiums für Friedensforschung. Wir haben immer wieder nachgefragt, kann man eigentlich eine therapeutische Position gegenüber Kulturen einnehmen? Was kann man eigentlich tun, um diese kollektiven Regressionen zu stoppen? Und im Moment haben wir halt mindestens diese drei Faktoren. Wir haben diese Pandemieerfahrung, die ja teilweise vorbei ist, teilweise nicht vorbei ist, weil natürlich die Sorge vor den nächsten Pandemien sehr groß ist, auch bei der WHO. Und weil die ganzen Entwicklungsbedingungen auch durch die Klimakrise, das wäre der zweite wichtige Faktor, die Entstehung neuer Pandemien eher begünstigen. Dadurch, dass Tiere ihre Lebensräume wechseln müssen und man halt Ansteckungsrisiken hat, die man vorher so gar nicht kannte. Ganz abgesehen jetzt mal vom Auftauen des Permafrosts und dem möglichen Freisetzen von Lebewesen aus der Urvergangenheit der Erdgeschichte. Und diese aggressive Stimmung, aggressiv-ängstliche Stimmung, die hat aber doch auch was Libidinöses. Also die ist ja auch lebendig. Das ist der Aspekt, den ich Melanie Klein entgegensetzen würde. Da würde sie doch was mitgehen, wenn ich das jetzt so mal vermuten darf. Ich überblicke ja nicht alles, was sie geschrieben hat und auch nur einen Teil ihrer Schule natürlich. Ich weiß nicht, ob sie da nicht vielleicht sogar auch mit. Natürlich hat das was Lebendiges, weil es etwas ist, was mit Überleben, was auch mit Überlebenswillen und dergleichen zu tun hat. Die Schwierigkeit der depressiven Position ist das einzig wirklich Positive daran. Ist ja die Erfahrung der Gemeinsamkeit. Und ich habe ja immer wieder den Verdacht, wir haben zwar immer wieder mal vom Weltaufgang geredet, im Zusammenhang mit dem berühmten Apollo 8-Foto, Earthrise hieß das, wo man so diese Halbkugel des blauen Planeten aufsteigen sieht. Ein tatsächliches Foto, das ungeheuer einflussreich war.
Aber eigentlich sind wir immer wieder vom Weltuntergang fasziniert und überzeugt. Und eine meiner Überlegungen dazu lautet relativ schlicht, was ist denn das Faszinierende am Weltuntergang? Dass wir ihn gemeinsam erleben. Eine Idee von kollektiver Gemeinsamkeit, die noch so manche Positionen des Antinatalismus oder sogar der Feindschaft gegen die eigene Spezies erklären hilft. Wir sterben alle, aber wir sterben wenigstens nicht sozusagen isoliert und allein und gefährdet und im Stich gelassen, sondern wir sterben alle gemeinsam. Vielleicht ist diese Fantasie des Weltuntergangs für manche wirklich ein geheimer Genuss. Was jedoch offiziell umgeht, ist Verunsicherung und Angst. In Zeiten der Kriege und Krisen betrifft das vor allem junge Leute. Ich habe immer das Gefühl, dass alles so sehr auswegslos erscheint. Die Ukraine zum Beispiel ist wie so eine Dauerbelastung. Ich finde es schwierig, irgendwie zu wissen, dass man hier versucht, so normal wie möglich weiterzuleben, obwohl man weiß, dass Menschen woanders gerade leiden. Ukraine-Krieg, die Katastrophe in Gaza, Krieg in Israel. Dabei sind Meldungen wie diese über immer neue Virusvarianten doch gar nicht so lang her. Wir haben im März letzten Jahres 1000 Fälle gehabt am Tag. Die gute Nachricht ist, dass nach allem, was wir heute wissen, die B117-Mutante keinen großen Einfluss auf die Wirksamkeit hat. Hier ist kein Bett mehr frei. Der muss in ein anderes Krankenhaus. Es gibt keine Betten mehr. Egal. Überhaupt keine. Das ist nicht richtig egal. Das ist nicht wirklich egal. Also ich möchte zur Klärung was zu beitragen. Und trotzdem müssen wir überlegen, in welches Verhältnis setzen wir uns zu dem, was da auf uns eindringt. Also die Nachrichten dieser Welt. Das ist ja, seitdem es die Smartphones gibt, sind wir einem Menschheitsexperiment ausgesetzt. Was geschieht eigentlich mit zarten Seelen, wenn sie permanent von lauter schrecklichen Dingen auf dieser Welt erfahren? Das ist ja historisch neu, ungewohnt. Also müssen wir auch neue Praktiken entwickeln, um damit klarzukommen. Und da würde ich sagen, geht es auch darum, eine Balance herzustellen. Also einerseits eben nicht sich völlig rauszuziehen aus dieser Welt und ignorant zu werden, der sich für nichts mehr interessiert. Und andererseits sich aber auch nicht von Negativität überwältigen zu lassen. Die richtige Dosis ist es. Und immerzu muss ich mir die Frage stellen, das, was ich da erfahre, ist das ein Wissen, was mich ins Handeln führt, oder ist es eine bloße Information, die auf mich eine lähmende Wirkung hat? Mir kommt vor, dass das Handeln, der Aktionismus ganz weit vorne stehen im Moment und eigentlich das Denken in den Hintergrund geraten ist oder auch das organisierte Widersprechen und Rebellieren, also das Durchdachte. Und den Begriff, den Sie später führen, ich glaube sogar auch mit Montaigne im Gepäck, ist die Ambiguitätstoleranz, die vielleicht vor dem Handeln kommen könnte, wenn man Balancen versucht zu sehen und wenn man auch Ungewissheiten, aber auch Ambiguitäten aushalten kann. Ja, das kommt ja von dem Arabisten Thomas Bauer, der das vor einigen Jahren als Begriff in die Runde geworfen hat. Ambiguitätstoleranz, so wie ich das verstehe, bedeutet eben, sich in dieses andere Verhältnis zum Nichtwissen zu setzen. Das heißt, ich bin nicht nur mir skeptisch gegenüber, sondern ich entwickle auch anderen eine offene Haltung gegenüber, die von dem Gedanken geprägt ist, der Mensch, der mir gegenüber ist, vielleicht hat er sogar ein Stückchen mehr Recht, als ich es gerade habe, aber wir beide zusammen, wir werden trotzdem nicht die Klügsten dieser Welt sein. Also da steckt für mich eine Bescheidenheit drin, eine Demut gegenüber dem, was man als Einzelner durchblicken kann. Es gibt, glaube ich, im Moment ein unglaubliches Bedürfnis, sich zu vernetzen, Gemeinschaftlichkeit zu erleben, die Erfahrung zu machen, dass man, indem man mit anderen Projekte verwirklicht, seine Welt gestalten kann und nicht nur Verhältnisse ertragen muss. Die Geschichte von sozialen Bewegungen hat das ja auch gezeigt, dass es möglich ist, Selbstermächtigung zu gestalten. Also wir müssen nicht über eine einzelne soziale Bewegung sprechen. Wir können noch mal einen Moment darüber nachdenken, was ist eigentlich Bedingung dafür, dass soziale Bewegungen erfolgreich sind. Ja. Und die Bedingung dafür ist, dass man eine Zuversicht hat, durch eigenes Handeln etwas bewirken zu können.
Es gibt soziale Bewegungen, die kommen aus dem Protest, aus dem Dagegensein, aus der Empörung über schlechte Verhältnisse. Aber historisch wirksam werden soziale Bewegungen dann, wenn sie die Kraft in sich spüren, dass sie die Welt verändern können. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man überlegt, wie kann ich an dieser Seite der Zuversicht in mir arbeiten? Wie komme ich heraus aus einer Denkweise, die mir einflüstert, du kannst eh nichts machen, du kannst eigentlich nur zuschauen? Diese Haltung eines lähmenden Pessimismus ist so gefährlich, weil sie möglicherweise Verhältnisse schafft, die man gar nicht möchte. Und weil ich neugierig war, wie die Militärexpertin und Politikwissenschaftlerin Florence Gaub über Krisen unserer Zeit nachdenkt, habe ich sie gefragt, was sie am Thema Zukunft interessiert. Immerhin bildet sie NATO-Offiziere in strategischem Denken aus, stellt dazu Forschungen an. Und so kommt sie zu dem Ergebnis, dass Zukunftsideen gerade jetzt bedeutsam sind. Also wie schaffen wir es? Ich glaube, grundsätzlich immer so, dass die, die am meisten Einfluss haben auf die Zukunft, haben natürlich auch mehr Verantwortung. Und das ist in unseren Gesellschaften sind es natürlich die Politiker, also die gewählten Politiker und natürlich auch die Privatwirtschaft, also gerade die großen Unternehmen. Aber auch jeder Einzelne trägt was dazu bei, denn wir wählen ja die Politiker, wir können Konsumverhalten beeinflussen und so weiter. Aber ich denke, anfangen könnte man mal mit dem Kopf. Also es müsste von Regierungsebene ganz klar gesagt werden. Ich sage immer als Beispiel Spanien, was unter Premierminister Sanchez diesen großen Zukunftsprozess eingeleitet hat, der hieß España 2050. Da sind die durchs ganze Land gefahren, haben Leute befragt, so was wünscht ihr euch eigentlich für 2050? Was denkt ihr, was wir alles erreichen können als Spanien? Und wir müssen jetzt nicht alles genau wie die Spanier machen, aber ich glaube, als Projekt, als Inspiration ist es doch mal ein guter Anfang. Treten wir doch mal in einen Dialog miteinander. Und zwar nicht nur die ganze Zeit schreien, wovor wir Angst haben, sondern was wünschen wir und was ist im Bereich des Möglichen? Denn viel mehr ist im Bereich des Möglichen, als wir immer denken. Ja, aber da scheint ja irgendwas passiert zu sein, eine Kurzsichtigkeit, die sozusagen den Blick versperrt für das Wünschen, würde ich sagen. Ja, absolut. Ich frage mich, ob das daran liegt oder ich denke, dass es daran liegt, dass wir irgendwie unsere ganzen Wünsche für die Zukunft sind irgendwann wahr geworden. Ja, also wenn wir jetzt so klassischerweise an die 80er Jahre denken, als ich klein war, da war der große Traum, vielleicht gibt es immer mehr Demokratien auf der Welt, vielleicht endet irgendwann der Kalte Krieg, dann bekämpfen wir das Ozonloch und den sauren Regen. Ja, und das ist dann irgendwie auch alles passiert. Also bis zum Jahr 2000 gab es immer mehr Demokratien auf der Welt und natürlich der Kalte Krieg ist geendet. Irgendwie war es für uns, ja, irgendwie alles, alle Wünsche waren eingetreten. Und jetzt finden wir uns in der Situation, dass unsere alten Wünsche sind nicht mehr gültig. Und das, was wir gedacht haben, das erreicht worden wäre, nämlich zum Beispiel Demokratie überall auf der Welt, das wird auch nicht passieren, oder zumindest ist bisher nicht der Fall. Also ich glaube, das ist so eine Desillusionierung. Unsere alten Zukünfte haben ausgedient, wir brauchen neue. Zukunftsutopien braucht man und man braucht sie eben genau jetzt. Man braucht sie in einer Situation, in der es wirklich aussichtslos erscheint, weil nur so kann man weitermachen und nur so erreicht man ja auch was Besseres. Ne? Also, dass wir jetzt heute hier sitzen, in einem freien, stabilen, demokratischen Staat mit einer tollen Lebenserwartung und gesund und sonst irgendwas, hat was damit zu tun, dass jemand vor 100 Jahren oder 200 Jahren gedacht hat, wie wäre es damit? Wir profitieren alle davon, dass irgendwann mal jemand eine Utopie sich ausgemalt hat und die ist jetzt Realität. Weil tatsächlich bemisst sich das menschliche Leben auch daran, dass es eben endlich ist. Ne? Also dass es irgendwann zu Ende geht. Und auch wenn es traurig ist, mehr als traurig, für jeden Einzelnen von uns ist es existenziell, weil es irgendwann vorbei ist, gibt es dem Leben auch den Sinn. Also eine Zukunft ohne Ende ist keine Zukunft. Das Ende des eigenen Lebens ab und zu mitzubedenken, mitzufühlen, bleibt uns ja ohnehin nicht erspart, könnte man meinen. Der Reifungs- und Alterungsprozess gibt uns das ja vor. Was Florence Gaub aber hier meint, ist eine gesellschaftlich-politische Perspektive, die dem Einzelnen aus der Lethargie helfen soll, denn nicht nur Aufruhr, Angst und Aggression gehen um, sondern für viele junge Leute ist es auch ein Gefühl der Ohnmacht, nichts bewirken zu können. Der Philosoph Jürgen Wiebeke. Aus der Ohnmacht entsteht nichts Gutes. Also muss ich überlegen, woher kommt die Hoffnung? Prinzip Hoffnung hieß es mal bei Ernst Bloch. Woher kommt die Zuversicht? Woher kommt die Kraft, dass Menschen wieder das Gefühl haben, sie sind Akteure ihrer Biografie? Sie müssen nicht nur Opfer sein. Das kann man auch ruhig als Frage stehen lassen, weil so klar ist das nicht, woher das kommt. Aber auf jeden Fall aus einem gesellschaftlichen Klima, das nicht nur in Aufruhr und emotionalem
Ungleichgewicht, oder Sie nennen es emotionale Gleichgewichtsstörung ist. Und im Zuge dessen ist vielleicht auch wichtig, darauf hinzuweisen, das fand ich nämlich schön in Ihrem Buch, es werden ständig Opferdiskurse gebracht. Ihr Befund ist ja wirklich, das sei die Pathologie unserer Zeit. Mhm. Was ist denn damit gemeint? Naja, wenn Sie sich anschauen, die Diskurse um vulnerable Gruppen, um Empfindsamkeit und Verletzlichkeit, um strukturelle Diskriminierungen, die kreisen darum, dass Menschen fixiert werden auf das, was man Identität nennt. Sie werden aber dadurch immer auch festgelegt auf Identitäten. Und das Schöne an der Idee der Freiheit ist ja, dass wir unseren Stall auch verlassen können. Jürgen Wiebeke wird bewusst nicht so explizit, so deutlich. Aber hier geht es eben doch subversiv um das Gendern, die Sprache, die alle Geschlechter berücksichtigt, um die MeToo-Debatte, queere Ansichten und die Frage, ob sich bei aller Ordnung auch so etwas wie Rigidität einschleicht. Die Frage der vielen Geschlechter und die Frage des gendergerechten Sprechens. Ja. Was kann ich denn da als alter weißer Mann alles falsch machen? Wenn wir uns auf der Basis von Verschiedenheit begegnen wollen, und das ist eigentlich die Idee von Demokratie, dass wir friedlich miteinander sind, dass wir faire Verhältnisse gestalten und dass wir verschiedene bleiben können, dann setzt das so etwas voraus wie Grundvertrauen. Und zu diesem Grundvertrauen gehört, dass ich, wenn ich so spreche, wie mir der Schnabel gewachsen ist, nicht sofort falsch gedeutet werde, missverstanden werde, das Ungünstigste zugrunde gelegt wird. Also gerade in der Kultur des Mündlichen darf und muss man auch mal unbedarft sprechen und es rutscht einem manchmal eine Formulierung raus, die vielleicht nicht so passgenau ist. Und da in einen Kontrollzwang hinein zu geraten und immer zu überlegen, darf man das sagen, darf man das auf diese Weise sagen oder muss man das anders sagen, macht Menschen unfrei und deswegen beteilige ich mich nicht daran. Sie hörten eine kleine Philosophie in verrückten Zeiten. Gestaltet von Katrin Markowski.